Das literarische Quartett kommt heute zum ersten Mal aus dem Ausland. Nach Prag sind wir gereist. Wir sind im schönen Haus des Goethe-Instituts in Prag, direkt an der Moldau gelegen. Es nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Süddeutsche Zeitung, München. Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast heute, Peter Demetz von der Yale University in New Haven, Komparatist, Literarhistoriker, Germanist, Autor zahlreicher bedeutender literarhistorischer Werke, zuletzt des gerade erschienenen Buch Böhmens Sonne, Mährens, Mond. Stimmt der Titel? Ja. Stimmt. Wir werden heute anders als sonst mit 4 Buchempfehlungen beginnen. Und zwar von Autoren aus Prag. Frau Löffler, bitte. Es ist kein Autor aus Prag, sondern einer aus Mähren. Milan Kundera. Ich möchte an sein erstes Buch erinnern, seinen ersten Roman, der vor 30 Jahren erschienen ist, mit dem Titel Der Scherz. Er ist auch auf Deutsch erschienen. Dieser Roman Der Scherz erscheint mir deshalb so bedeutend, gerade heute wieder, weil er an die Anfangszeit des kommunistischen Regimes in Prag erinnert. Es erzählt die Geschichte eines Studenten, der aus der Partei hinausfliegt, der in ein Strafbataillon versetzt wird und der sich nachher an den Leuten, die ihn dorthin gebracht haben, rächt. Es war ein Scherz, der ihn in dieses Straflager gebracht hat, und das, was daraus geworden ist, ist ernst. Auch ich will mit einem frühen Werk beginnen, und zwar von Josef Skvoretzky, und zwar mit den Feiglingen, Sbabilzi. Das war für mich damals ein Signal, dass das Zeitalter der Phrasendrescherei zu Ende geht und dass ein Zeitalter der Analyse und der Nüchternheit beginnt. Die Geschichte handelt von Gymnasiasten in der kleinen Stadt, Bezirksstadt Náchod. Der Held Danny spielt Saxophon, ist hinter den Mädchen her, aber es ist Mai 1945 und die Geschichte beginnt auch eine Rolle zu spielen. Aber Danny bleibt nicht beeindruckt von dieser Geschichte. Er bleibt der alte, nüchterne Danny. Ich möchte an einen großen Kollegen erinnern, an den vielleicht wichtigsten Reporter, an Egon Erich Kisch und an den Glücksfall, dass im Aufbau Verlag eine 12-bändige Ausgabe vorliegt. Es gibt also Kisch fast vollständig. Kisch ist ein Journalist, der aus Prag berichtet hat. Er hat Weltgeschichte gemacht. Er hat Redl, Oberst Redl, aufgedeckt. Er ist durch Mexiko gereist, er hat den spanischen Bürgerkrieg, er hat Prag geschildert und er zeigt in all seinen Reportagen eigentlich, wie unsinnig oft die Trennung zwischen Literatur und Reportage ist. Die Reportagen sind zwar alle keine Fiktionen, aber sie sind dennoch im Lauf der Zeit Literatur geworden. Ich möchte an einen großen Dichter aus Prag erinnern, der heute leider in Deutschland schon ein wenig vergessen ist. Ich meine Franz Werfel, den großen Lyriker und Romancier. Und ich möchte ganz besonders empfehlen seinen Roman Die 40 Tage des Musa Dagh, 1933 erschienen, Die Geschichte der Armenier und ihres Schicksals im Ersten Weltkrieg, eines Romans, der sich in den letzten 30, 40 Jahren immer wieder als immer noch erstaunlich aktuell erwiesen hat. Ja, jetzt gehen wir über zu den üblichen 5 Büchern, die wir besprechen. Wir beginnen mit dem Roman Pfingstkrieg von Martin Walser. In Hessen hat die Regierung gewechselt, weil die bisherige Koalition die Wahl verloren hat. Statt eines roten Kabinetts kommt ein rot-gelbes Kabinett und die Wahlhelfer, ein schwarz-gelbes Kabinett, und die Wahlhelfer müssen belohnt werden. Also wird ein roter Beamter
der das Kirchenreferat und das Religionsreferat innehat, soll versetzt werden und an seine Stelle, das Referat soll zur Abteilung aufgewertet werden, also eine Stufe höher werden, soll ein Wahlhelfer des neuen Ministerpräsidenten eingesetzt werden. Da sich Fink jedoch, so heißt der Beamte, wehrt, juristisch wehrt, verwaltungsjuristisch wehrt, wird konstruiert, dass die Kirchen seine Entfernung wollen. Und aus diesem Vorwurf, gegen den er ankämpft, aus Ehre, entwickelt sich ein langer Rechtsstreit. Es ist der Roman eines, man könnte sagen, eines Querulanten, eines Rechthabers, der aber aus der Perspektive dieses Querulanten erzählt ist, der nämlich sich gedemütigt fühlt und eine schwache Persönlichkeit hat und deshalb in diesem Punkt seine Existenz bedroht sieht. Walser knüpft ausdrücklich an Kohlhaas an, der Gegenspieler des Helden heißt Tronkenburg, wie der, und es geht auch um die Gebrechlichkeit der Welt, wie im Kohlhaas. Es ist ein sehr kleiner Fall, aber auch dazu nur ein Satz. Auch Fortinbras im Hamlet geht für eine sehr kleine Sache zu Felde. Es ist auf den ersten Blick ein Schlüsselroman. Und die FAZ hat ja alles dazu getan, um uns diese Tatsache bewusst zu machen. Es hat auch einer von diesen Leuten, die in diesem Schlüsselroman vorkommen, sich zu Wort gemeldet und gesagt, er sei es. Und beim Schlüsselroman ist es ja immer so, dass die Leute, die dann aufzeigen und sagen, sie sind's, die sind's dann halt auch. Aber ich glaube, dass dieser Schlüsselroman-Aspekt den Zugang zu diesem Buch eigentlich verstellt. Es ist eigentlich außerhalb von Wiesbaden ziemlich uninteressant, ob dort ein Beamter um seine Ehre gekämpft hat oder nicht. Wenn es nur das wäre, wäre der Roman uninteressant. Ich habe ihn eigentlich ganz anders gelesen. Mir erscheint er als eine psychopathologische Studie eines Menschen, der Recht hat, aber indem er um sein Recht kämpft, zum Rechthaber wird. Und der, indem er Recht bekommt, eigentlich sein Leben zerstört. Zum Schluss hat er zwar seine Rache, er hat auch seine Rehabilitierung erreicht, die er so angestrebt hat, aber eigentlich ist er als Person zerstört. Dann versucht der Martin Walser noch in einem letzten Kapitel diese auseinanderdriftende, schizophrene Person, die eigentlich in einem Beamten und einen Menschen zerfallen ist, wieder zusammenzufügen, sprachlich zusammenzufügen oder literarisch zusammenzufügen. Da muss man dann fragen, ob das so gelingt. Aber jetzt jenseits des Schlüsselromans würde ich sagen, ist das einer von den großen Romanen Martin Walsers als Psychostudie durchaus vergleichbar mit Seelenarbeit. Was meinen Sie? Ja, ich bin ganz unschuldig, denn was in Wiesbaden geschehen ist, das habe ich nicht mitbekommen. Und ich habe den Schlüsselroman als Roman gelesen und bin eigentlich zum Entschluss gekommen, dass mir das erste Kapitel sehr zusagt und dann der Schluss, den Sie mit Recht als sehr schwierig bezeichnen. In der Mitte hatte ich große Schwierigkeiten, meine Aufmerksamkeit auf den Text zu konzentrieren. Und zwar, um es kurz zu sagen, Walser kokettiert ja mit Kohlhaas. Was mir fehlt, sind die schwarzen Pferde. Die schwarzen Pferde im Kohlhaas, das sind greifbare Gegenstände, man kann sich orientieren. Was mir serviert wird, sind juristische Systeme, Eingaben, Verfahrensweisen. Und was ich vermisst habe in dem Mittelteil, ist zumindest ein Text einer dieser Eingaben. Der ganze Mittelteil ist wie für Schachspieler geschrieben. Es geht um Zug und Gegenzug, Zug und Gegenzug. Und ich fand ihn maßlos langweilig. Ja. Aber, da möchte ich noch kommen. Darf ich dazu? Ja, ja. Also ich denke, dass Walser eine große Fähigkeit in diesem Roman insofern entwickelt hat, als dass er keine Beamten und keine Bürokratie-Satire schreibt. Er nimmt den Helden vollkommen ernst und er macht eigentlich deutlich, dass es egal ist, worum man streitet, wenn die eigene Existenz dafür offen ist. Es ist ein Mensch, der leicht zu kränken ist, der dem Vorgesetzten, der ihm das mitteilt, hasst, weil der viel weltläufiger, viel eleganter ist. Es ist also aus der Unterwürfigkeit entsteht diese Rechthaberei. Aber das Wichtige dabei scheint mir zu sein, dass
er bei dem Rechtsstreit, und das ist im Mittelteil auch wichtig, nicht merkt, wie er alle seine anderen Beziehungen kaputt macht, wie die Familie ihn nicht mehr ernst nimmt, wie die Frau geschmerzt blickt, wie der Freund, den einzige Freund, den er hat, ihn sozusagen fallen lässt, was er am Schluss als Enttäuschung verfährt. Das heißt, er behält in einer Sache recht, die im Ergebnis winzig ist, und verliert das ganze Leben. Und das hat schon eine tragische Ironie für mich. Naja, also es ist ja sehr viel schon über diesen Roman geschrieben worden und beinahe alle haben den Bezug hergestellt zwischen dem Roman, der Romanhandlung und den Vorgängen in Wiesbaden. Alle, die das getan haben, wurden auf erstaunliche Weise von einem desavouiert, von Martin Walser selber. Martin Walser hat sehr viele Interviews schon gegeben über dieses Buch. Das ist ja in unserer Epoche leider üblich. Wenn ein Buch erscheint, dann geht der Autor in die Arena, kommentiert, erklärt, deutet, interpretiert das eigene Werk. Ich wollte sagen, auf uns zu warten. Ja, natürlich, statt das anderen zu überlassen. Er hat ja ein Buch geschrieben von 300 oder 400 Seiten. Nun kommt er noch und sagt, ich wollte sagen, das, Sie wissen, ich wollte es ist nicht eine sagen. Die Medienstrategie des Verlages ist im Zusammenspiel mit einer Zeitung. Ja, liebe Frau Löffler, Autoren sind nicht kleine Kinder. Es ist eine Strategie des Verlages in solchen Fällen natürlich, aber die Autoren machen mit und sie haben Gründe. Ich klage sie nicht an. Ich will nur sagen, Martin Walser hat in den vielen Interviews, die er schon gegeben hat zu seinem eigenen Roman im Laufe der letzten 4 Wochen, ein sehr bedeutsames Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Da hat er alle desavouiert. Alle, die das Buch als die Entschlüsselung einer politischen Affäre, so war auch eine Schlagzeile, gedeutet haben, verständlicherweise, wurden von ihm, wie ich sagte, desavouiert. Denn er sagt, die politische Intrige in Wiesbaden, die interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessieren überhaupt nicht die Ursachen dieser ganzen Sachen, sondern die Wirkungen, das heißt, das Erlebnis eines Menschen, der überzeugt ist, dass ihm ein Unrecht geschehen ist. Naja, halt, entschuldigen Sie. Und jetzt sagt der Interviewer, der ihn interviewt hat, aber lieber Herr Walser, die ganze Presse hat das so bezogen auf die Vorfälle in Wiesbaden. Darauf sagt Walser, damit habe ich nichts zu tun. Plötzlich, er hat da mitgemacht. Jetzt sagt er, ich habe damit nichts zu tun. Das ist ein bares Medienspiel. Wörtlich hat er gesagt, das ist ein Medienspiel. Ich habe dies nicht gebraucht und nicht gewünscht. Das stimmt. Stimmt, aber er hat es geduldet. Zurück zum Text. Gut. Ja, zurück bitte, zum bitte. Text. Ich will nämlich den Walser, den späteren, von Distelblüten zu Höhengewinn in den letzten Kapitel verteidigen. Das ist ein großer Walser. Aber da geht es eben nicht mehr um die Paragraphen, sondern um Beziehungen zwischen Frauen und Männern. Zum Beispiel diese Gundula, die ihm den Franz Karl Mohr madig machen will und der er aufs Wort glaubt, obzwar er seine Frau in dieser Beziehung überhaupt nicht glaubt. Das scheint mir sehr gut gemacht zu sein, diese unterschwellige Anziehungskraft der Gundula auf diesen 60-jährigen Staatsbeamten, von dem wir eigentlich gar nichts wissen als Menschen, als dass er gerne Leberknödelsuppe bei Karstadt isst und Filet mit Mayonnaise. Das fehlt mir eben im Mittelteil. Ich sehe gerne ihre Einsicht, ich akzeptiere die auch, es ist ein Psychogramm, aber der Roman zahlt eben einen sehr hohen Preis. Und mir scheint der Schluss, wo der menschliche Charakter zur Sprache kommt, überzeugt mich mehr. Also ein Schlüsselroman ist das Buch ja insofern doch, als es diese deutsche Rechtsstreiterei im Exzess schildert. Es gibt ja in Deutschland wirklich eine unendliche Prozesslust, die durch alle Instanzen, ob bei Verkehrsvergehen, bei beamtenrechtlichen Auseinandersetzungen. Nur das Medienspektakel hat Walser, glaube ich, mit Recht von sich gewiesen, denn es ist lächerlich zu sagen, Schlüsselroman, hinter Herrn Schulz verbirgt sich Herr Mayer.
Das ist also ja, eine große Deswegen Enthüllung. Deswegen sage ich ja, dass das gar nicht interessant ist. Also Schlüsselromane müssten mindestens im Weißen Haus oder im Kreml spielen, also, um interessant wenn zu die, sein. Wenn die englische Königin ihrem Pferd durchbrennt, das wäre ein Schlüsselroman. Also ist es nur ein Schlüsselroman? Ein Schlüsselroman wäre völlig uninteressant. Ich meine, er hat gespielt auch mit so komischen Sachen. Er lässt ja ein paar Figuren unter realen Namen auftreten. Ja. Bubis und Joschka Fischer treten als Bubis und Joschka Fischer auf. Ja. Und zwar, weil er eigentlich eine gewisse Authentizität sich da leihen will. Ja. Diese Halbheit ist etwas besonders Komisches. Und da, das ist das Einzige, was mich gestört hat. Ich habe das Gefühl, er wollte sich an Joschka Fischer ein bisschen rächen. Er wollte dem Joschka Fischer zeigen, du bist als einfacher Grüner angetreten und jetzt bist du so ein Erfolgspolitiker und jetzt machst du, was alle machen, nämlich diese Machtspielchen. Aber das ist doch eigentlich nicht das Wichtige an dem Roman. Nein, ich sage nur, das ist... Lass mal Frau Löffler sagen, was ist das Wichtige? Das Wichtige scheint mir doch die Zerstörung eines Charakters zu sein. Ist die überzeugend? Ja, die ist überzeugend. Und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Ich-Perspektive gewählt ist, dass die ganze Welt überhaupt nur noch gesehen wird aus der Perspektive dieses Mannes und dass die ganze Welt verloren geht. Die anderen Menschen kommen ja eigentlich nicht mehr vor, nur noch insoweit sie mit seinem Fall zu tun haben. Als Werkzeuge. Ganz am Anfang sagt ihm ja ein erfahrener Mann, sagt ihm, machen Sie diesen Prozess nicht, er wird Ihr Leben zerstören. Und er macht es trotzdem. Und genau das tritt ein. Also insofern ist dieser Roman von einem vielleicht etwas rigorosen Moralismus getragen, indem er das, was er am Anfang ankündigt, dann wirklich auf 300 Seiten lang uns vorexerziert. Und das geht vollkommen folgerichtig. Er überfordert die ganze Zeit seine Freunde. Was er überhaupt nicht einsieht, ist, dass Leute und Medien natürlich bei so einem Fall, wenn jemandem offenkundig in der Öffentlichkeit Unrecht passiert, auf seiner Seite sind. Aber in dem Moment, wo er sie überfordert, wird er zum Querulanten und wird unsympathisch und sie mögen ihn nicht mehr und distanzieren sich von ihm. Und das erkennt er nicht. Das ist, glaube ich, seine Lebensschwäche. Ich wollte noch zu den Namen zurückkommen, zu sagen, es gibt Joschka Fischer und andere, die wirkliche Personen sind. Ja. Es gibt aber auch andere, die alle aus der Literatur stammen, wie Franz Karl Mohr, dieser katastrophale, verstorbene Pfarrer, der ausgerechnet Sulzer heißen muss. Ja. Das hat mich maßlos irritiert. Ja. Ich habe da an einen Brief von Henry James an Trollope gedacht, der sagte, bedeutende Namen sind epischer Selbstmord, weil sie den Ernst des Erzählens aufheben. Ja. Da muss man sich fragen, will der Verfasser diesen Ernst, den moralischen Ernst des Erzählens aufheben in diesem Spiel mit den literarischen Namen? Dann ist es ihm gelungen, bei mir als Leser. Aber ich finde, es ist keine glückliche Lösung. Ja. Aber meinen Sie nicht, Herr Demetz, dass es genau auch mit dieser Deformation des Charakters zu tun hat? Er muss sich die Welt ordnen in Freunde und Feinde. Er kann sie sich nur so ordnen, indem er ihnen Übernamen gibt. Das ist mein Leibniz, das ist mein Wenck. Gut, das ist ja in Ordnung. Das ist in Ordnung. Da ist ein anderer Vorwurf. Er muss den Leuten Übernamen Warum geben. Warum muss er Joschka Fischer nennen? Nein, das ist ja auch nicht so wichtig. Er muss für sich die Leute etikettieren, um sie einzuordnen in Freunde und Feinde. Das ist klar. Und deshalb glaube ich, diese etwas krassen Namen. Ja, ich verstehe schon. Wir wollen uns doch über eine Sache im Klaren sein. Nicht, dass ich missverstanden werde. Ich schätze, bewundere und liebe den Schriftsteller Martin Walser seit 30, 40 Jahren. Ich schätze mit wechselnder Liebe aber, oder? Mit großer Liebe. Ja, manchmal jenseits der Liebe, wenn ich mich recht erinnere. Wen Gott liebt, züchtigt er, heißt Augenblick mal, darf ich vielleicht ausreden? Wir werden dann bis zum Ende nur über Walser sprechen, wenn ihr ewig unterbrecht. Also, ich liebe, schätze und bewundere ihn als einen hochbedeutenden Essayisten und als einen Autor, der in Romanen immer wieder essayistische Einsprengsel bietet von hoher Qualität. Seine erzählenden Sachen halte ich so gut wie alle für nicht gelungen. Er ist im Grunde überhaupt kein Erzähler. Ich habe das frühe Buch gesehen. Überhaupt kein Erzähler. Ähnliches in Philipsburg. Und ich schätze sehr, vielleicht habe ich es überschätzt, das fliehende Pferd. Es werden alle diese Bücher, erinnern Sie sich noch, Brief an Lord List, Die Jagd,
Wolf und Dorle. Alle, ja, sie nennen ja natürlich vergessen. Mit einer gewissen Hinterlist genau die Schlechten. Die Schwachen, ja. Aber die Guten nennen sie nicht. Sie nennen nicht Brandung, sie nennen nicht Seelenarbeit. Aber ich kann das Schwanenhaus. Sie finden die gut, ich nicht. Ja. Erlauben Sie mir doch meine Ansicht. Sie finden die Brandung. Ja, aber warum machen wir jetzt eine Gesamtabrechnung? Warum gehen wir nicht zu dem Buch und wenden uns Einzelheiten des Buchs zu? Sie werden nicht hindern, das Buch als ein Zeichen, als ein Symptom des Schriftstellers Martin Walser zu sehen. Was er hier wollte, ist klar. Darüber sind wir uns mehr oder weniger einig. Obwohl das Buch als Schlüsselroman gedeutet wurde, darum ging es ihm nicht. Er wollte diese eine Figur zeigen, deren Schicksal eine parabolische Geschichte. Im Grunde genommen, er hat das Gleichnis angestellt. Ja, das ist der Fall eines Menschen. Und dieses Gleichnis ist, glaube ich, total missraten. Ich würde anderer Ansicht sein. Das Buch hat eine Fülle einzelner Aperçus, einzelner Beschreibungen, die glänzend sind. Alle zusammen 35 Seiten, aber es sind 300. Naja, es ist also, man kann doch, also wenn man das Buch betrachtet, wenn ein Mann in einem Psychogramm schreibt, als ich um 3:30 aufwachte und nicht mehr schlafen konnte, war es erst 2:30. Also diese Trostlosigkeit der Nächte. Oder das, ich hatte es befürchtet, aber nicht damit gerechnet. Und deshalb bin ich so überrascht. Das sind alles so genaue Beobachtungen. Die Beobachtung die im Umgang mit seinem Freund, wie er merkt, dass der sich abwendet, der Mohr. Oh, Freunde, ich habe es befürchtet, aber nicht damit gerechnet. Das ist eine schriftstellerische Leistung, ein solcher Mann. Die Hälfte der hier Anwesenden kann einen solchen Satz schreiben. Nein, als psychisch. Ach, ja. Es hat doch keinen Sinn, aus einem 300-Seiten-Roman einen Satz herauszunehmen. Ich wollte den Satz nur deshalb zitieren, um zu sagen, jemand, der die ganze Zeit rechnet, er wird abgesetzt und dann trotzdem wie von Donner gerührt ist, der macht sich das klar. Das ist. Also, bitte sprechen Sie zu Ende. Nein. Ich muss noch unbedingt etwas sagen, und das betrifft den Schluss des Romans. Der ist bisher zu kurz gekommen. Den halte ich für einleuchtend und sehr gut. Das Schlüsselhafte fällt ganz weg. Auch das Psychogramm genügt mir da nicht. Denn es ist eigentümlich, dass plötzlich der Martin Walser das Wunder eines benediktinischen Klosters beschreibt, in dem dieser Charakter eine gewisse Balance findet zwischen er und ich. Diese Spannung beginnt sich zu lösen. Man hat den Eindruck, er möchte gerne Benediktinerin werden, aber es geht nicht. Aber dieser Höhengewinn bringt sehr viel Einsicht. Und er erkennt dann, glaube ich, und das hat mir sehr gut gefallen, dass die Lösung ist nicht Macht zu haben, sondern die Lösung ist, keine Vorwürfe zu erheben, weil die Vorwürfe erheben ist die Waffe der Mächtigen. Mhm. Und das ist ich glaube, dieser schönste Schlusspunkt. Ich glaube, ich kann da hier etwas sehr Gutes verstehen. Im Grunde genommen. Außerdem lernt er sich selbst und seinen eigenen Fall von außen betrachten. Ja. Er gewinnt Distanz dazu und damit bearbeitet er es natürlich. Ich glaube, man muss noch etwas, was in der Debatte ist, vom Tisch räumen. Walser ist vorgeworfen worden, dass der Held also manchmal rechtslastig ist und dass er beispielsweise die FAZ ein Mistblatt nimmt. Dieses blöde Missverständnis, dass ein Autor für die Verstiegenheiten und Meinungen seiner Figur haftbar gemacht wird, ist eine der trostlosesten. Na gut, aber darüber können wir nicht reden. Das wird eigentlich in der Volksschule schon gelehrt, dass ein Ich-Erzähler. Ja, aber in den Kritiken tauchte es. Na gut, aber so manche unserer Kritiker sind eben muss ich leider sagen, auf Volksschulniveau. Ich verstehe hier Frau Löffler und die Herren Karasek und Demet sehr gut. Ja, wir sind alle in einem Boot. Wir haben alle die größten Sympathien für diesen Schriftsteller Martin Walser. Nur ihr versucht um jeden Preis ein, wie ich fürchte, vollkommen missratenes zu retten. Ihr wollt es retten. Drei gegen einen. Es kann doch nicht sein, dass wir drei so vernagelt sind. Oh ja, das kann sein. Vielleicht. Manchmal sind 100 gegen einen und einer hat recht. Manchmal ist aber auch einer vernagelt. Ja. Auch das soll gelegentlich vorkommen. Ich stelle noch mal fest, ein glanzvoller Schriftsteller und in diesem Buch sind viele Stellen, die von dem Glanz des Schriftstellers Walser zeugen. Insgesamt eine missratene Parabel. Das ist ein Minderheitsvotum, das muss man noch einmal sagen, ein Minderheitsvotum gegen drei. Ja, aber
Ach, seit wann sind Sie gegen die Ansichten der Minderheiten? Überhaupt nicht, aber man muss es auch einmal feststellen. Das ist mir völlig neu. Also, ja, das wäre es. Schluss. Herr Reich-Ranicki, Sie als Minderheit zu beschreiben, ist schon eine Untertreibung. Sie sind alleine eine Mehrheit. Das war, glaube ich, ich habe den dunklen Eindruck, dass das freundlich ja, war. Ja, ich sehe, ja, eine ja. Eine freundliche Äußerung. Wir müssen zum nächsten Buch übergehen. Zoe Valdez, der kleine Roman, das tägliche Nichts. Zoe Valdez, das tägliche Nichts, La Nada Contemporanea, nein, Cotidiana, eine kubanische Schriftstellerin, hochgebildet, Redakteurin einer Kulturzeitschrift, 59 in Havanna geboren, versucht darüber nachzudenken, was mit der Sache, wie es heißt, geschehen ist. Sie hat ein Paradies versprochen, es ist die Hölle geworden. Was macht eine denkende Frau in dieser Situation? Wo steht sie? Was stellt sie sich vor? Wie will sie ihr Leben weiterführen? Naja, es ist halt ein bisschen ein Ausflug in eine Gegend, die wir vielleicht alle nicht so sehr kennen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das ist möglicherweise eine Unterstellung, dass ein Teil des Erfolgs dieses Romans in der etwas in der Gratis-Genugtuung der Leser besteht, dass man sagt, naja, wir haben es ja immer gewusst, dass aus diesem Kuba nichts wird. Jetzt müssen es alle langsam zugeben, sogar der Enzensberger. Aus der Revolution ist nichts geworden. So schaut ja das Paradies des Fidel Castro aus, dass die Leute dort nicht einmal zu essen haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ein Teil, eine Begründung dafür ist, oder dass dieses Buch auch als vor allem als politische Reportage aus dem heutigen Kuba gelesen wird. Gleichzeitig will ich sagen, ich habe es natürlich auch mit einem gewissen Interesse gelesen. Ich kenne Kuba nicht, habe jetzt das Gefühl, ich weiß ein bisschen, wie dort der Alltag ausschaut. Ich habe keine besondere Lust, ihn näher kennenzulernen. Es ist grauslich. Ja, also ich wollte nur sagen, Frau Löffler, hätten Sie eine größere Genugtuung, wenn es in Kuba so grauselig zugeht, wie es nicht grau, und die Autoren würden weiter darüber schweigen und würden sagen, es ist nein, herrlich dort. Nein, lieber Herr Kasek, ich habe viele sehr gute kubanische Filme gesehen. Also so neu war mir das, würde ich nein, nicht. Es, ich würde mir nur sagen, dass die Qualität Autorin, dieses Romans, vielleicht die literarische Qualität nicht so groß ist, wie das außerliterarische Interesse an ihrem Gegenstand. Ich aber denke, dass das dasselbe ist wie mit dem Schlüsselroman. Ja, ich denke, dass Sie da völlig Unrecht haben, um es etwas grob zu sagen. Dies ist ein bemerkenswertes Buch, ein Stück große Literatur, würde ich behaupten. Ich denke, dass die Frau sehr schön schildert, wie sie in einer Männerwelt lebt. Dieser kubanische Hintergrund ist eigentlich mehr, um deutlich zu machen, welche Hoffnungen zerbrochen sind, aber das Leben mit dem Schriftsteller, diese Schilderung, wie sie abgerichtet wird, wie sie sich dem entzieht, wie sie mit dem ins Ausland kommt, die Schilderung Schriftsteller und ihren neuen Galan, das berühmte achte Kapitel, das ja, immer mit die Fähigkeit, Sexualität zu schreiben, ist außerordentlich. Und ich denke, dass diese Frau auch mit ihren Sprüngen, mit ihren ironischen Einschüben sich als wirklich bedeutende Erzählerin beweist. Ja, mir ist das alles etwas zu vorsätzlich. Ich möchte Ihnen antworten. Nein, darf ich noch Ihnen recht geben. Sie haben ja vollkommen recht. Nein, ich würde nur sagen, alles das, was diese Frau macht, hat einen solchen Geruch von Vorsätzlichkeit, von Kalkül. Oh. Zu sagen, ich kann das alles, ich weiß, wie man da mit literarisch umgeht. Ich weiß, dass das achte Kapitel das Erotische zu sein hat. Das ist meine Verbeugung vor Herrn Lezama. Alles das spricht sie auch noch aus. Sie lässt einem überhaupt keine Chance, irgendetwas in ihrer Prosa zu entdecken, was sie einem nicht schon serviert und gleichzeitig die Erklärung und die Etikette dazu. Frau, erlauben Sie, dass ich noch zurückgreife auf das, was Sie vor 10 Minuten gesagt haben. Sie haben sich damit befasst. Vor 2, es kam Ihnen nur wie 10 Minuten vor. Sie haben darüber gesprochen, warum wohl vielen Leuten dieses Buch gefällt, diese Genugtuung und so weiter. Das ist, da mögen Sie mit Ihrer Diagnose, mit Ihrem Befund vollkommen recht haben. Mir ist das gleichgültig, darum geht es mir nicht. Mich interessiert eine Frage, welches Thema wird behandelt, ist das Thema wichtig und wie wird es behandelt? Und das Thema ist, gezeigt wird eine Generation oder die Repräsentantin einer jungen Generation, die an eine gewaltige politische Veränderung im Augenblick mal geglaubt hat. Das spielt in der DDR, das spielt in der Sowjetunion, in Polen, in Ungarn, in
allen möglichen Ländern, hier in Kuba, vor dem kubanischen Hintergrund. Und es wird die große Enttäuschung dieser Menschen, dieser Generation gezeigt, die nichts ist daraus geworden. Versprochen hat man uns eine gerechte, anständige Welt und geworden ist eine widerwärtige Welt. Und sie sieht nur eine Rettung. Liebe oder, genauer gesagt, im Grunde genommen, Sexualität in erster Linie. Aber sie lebt, das wird glänzend geschildert. Die Frau ist, schildert beispielsweise alles Sexuelle mit großer Intensität, großer Suggestivität. Und diese Verbindung von Deutlichkeit und Sachlichkeit, das ist schon sehr beachtlich. Ob man das einen großen Roman nennt oder nicht, ist eine zweite Frage. Groß würde ich ihn nicht nennen, aber einen sehr lesenswerten Roman. Herr Demitz, bitte. Also ich habe doch etwas in dem Buch entdeckt, in diesem Bruchstück einer großen Konfession oder kleinen Konfession. Ich weiß nicht, ob ich das so melodramatisch ausdrücken würde, wie Sie es tun. Was ich drin entdeckt habe, ist eine ungeheure Naivität und eine ungeheure Verletzlichkeit. Und das geht zusammen. Das macht dieses Buch lebhaft. Denn sie hat ja wenige Illusionen, diese Frau. Die ist ja schon in dem Regime aufgewachsen. Sie hat eben nur keine Illusion leider darüber, dass sie eine absolute Romantikerin ist. Sie romantisiert ihr ganzes Leben. Von politischer Einsicht ist gar keine Rede. In diesem ganzen kubanischen sozialistischen Empfindungsroman kommt nicht ein einziger Arbeiter vor. Ihr Vater, der verdienter Funktionär ist, der Machetero, sonst kommt überhaupt keiner vor. Es kommen nur, da müssen es kommen Arbeiter nur, vorkommen, ein das, Roman. Es erinnert mich an die, es erinnert mich an die Romane der späten DDR, die nur von intellektuellen Filmemachern und Kritikern handeln und mir erzählen wollen, ob das System nun gut ist oder schlecht. Ich möchte mal in einem solchen Roman auch etwas darüber hören, wie der Arbeiter lebt oder wie er nicht lebt. Moment. Es kommen die Arbeiter das vor. Ist eben, ja? Das ist eben die Naivität, glaube ich. Die Naivität besteht zum Beispiel darin, sie macht das sehr geschickt, sie bekommt einen Brief von der Würmin, ihrer Freundin, die nennt sie die Valuta-Nutte, das nennt sich die Freundin selbst, die hat sich Papiere verschafft, hat einen Spanier geheiratet, lebt mit ihm in Spanien. Sie hat aber kein Problem gelöst, weil er hat zu dicken Bauch. Sie kann ihn im Bett nicht ausstehen und sie leidet entsetzlich. Und wir sollen jetzt die Arme bedauern, dass sie die falsche Lösung gewählt hat, während unsere Heldin tapfer ausharrt. Sie hat aber als Gegenstück den Lux, diesen Maler, der ganz genau weiß, was gespielt wird, der sich auf einer Planke durch den Karibischen Ozean schifft und in Miami wie hunderttausende andere Kubaner seine Arbeit nachgehen. Herr Demetz, ich verstehe eins nicht. Ich kann Ihnen diesmal, das passiert in meinem Leben selten, dass ich Ihnen nicht folgen kann, aber diesmal kann ich Ihnen nicht folgen. Sie sagen, die Arbeiter, die fehlen. Und wenn die da wären, ich will gar nichts wissen über die Arbeiter in Kuba, Sie wollen was darüber wissen, meinetwegen, würden Sie sagen, die Bauern fehlen. Lieber, so hat man Bücher vor vielen Jahrzehnten in gewissen Teilen der Welt beurteilt. Darum geht es nicht, dass hier Arbeiter oder Bauern. Das Buch ist ja uralt in dieser Hinsicht. Das Buch ist voriges Jahr erschienen. Gut, es hätte aber vor 10 Jahren genauso hier erscheinen können, es hätte genauso in Albanien geschrieben werden können. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Sie haben recht mit dieser romantischen Neigung dieser Heldin. Es gibt dieses 8. Kapitel, wo sie mit dem Lux da schläft und ihr Mann kommt auch auf Besuch, weil er zu Hause nicht. Und die beiden Männer spielen sofort Schach und die große Illusion, dass sie in der Sexualität irgendeine Rettung wird bekommen, merkt sie, sie war doch wieder nur ein Spielzeug für zwei Männer, die sich streiten und einschlafen. Das interessiert mich viel mehr als die Arbeiter, die sie vermisst. Mich interessiert das auch. Ja. Aber ich lese das als ganzen Text eben aus oder Kuba. Oder die Eltern, die sozusagen wahnsinnig und schwachsinnig werden an diesem System, weil sie ihr Idealismus aufgebraucht ist und sie irgendwann, sie haben eine beschlagnahmte Wohnung, der Vater hat alle Kunstwerke des geflohenen Künstlers kaputt gemacht. Das sind so schöne Einzelheiten oder eine Redaktion, die so dahin... Verzeihen, hier ist ein ernstes Problem. Das geht weit über diesen kubanischen Roman hinaus. Ich halte es für ein prinzipielles
Missverständnis, wenn man Romane als Informationsquelle verwendet. Das soll eine Information sein über Kuba. Manche haben das Buch von Martin Walser verstanden als Information über die Regierung und deren Politik in Wiesbaden. Da will doch keiner genauer wissen, was das war. Werden wir auch das Buch von Salman Rushdie als Information über Indien verstehen? Ja, 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 ja. Dazu ja. ist Kunst nicht da. Und das ist der entscheidende Punkt. Es noch ist ein Wort zu Martin. Marcel Reich-Ranitzky als Formalist. Bravo. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Lieber, Sie können doch nicht von mir immer erwarten, dass ich alle meine Standpunkte 60 Jahre lang wiederhole. Natürlich nicht. Ich glaube, dass dieses Buch von Walser kein Ekel... Wieso sind wir wieder bei Walser? Weil es nötig ist, doch etwas zu Walser zu sagen. Weil das ist kein episches Kunstwerk ist oder als episches Das nennt man im Fußball Nachtreten. Ja, das ist ja erlaubt bei uns. Es ist als episches Kunstwerk nicht gelungen. Dieses Buch, das ich als große Kunst bezeichnet habe, ein bisschen zu viel des Guten. Man sollte nicht immer ein Buch gegen das andere ausspielen. Das bringt doch ich überhaupt nichts. Ich spiele nicht aus den zwei völlig verschiedenen Büchern, nur das eine Buch deshalb. Hat eine künstlerische Intention. Beide. Nein. Und bald sind wir hoffentlich Salman Rushdie, kommen Sie mal bei Salman Rushdie. Das bitte, können wir noch bei der Sexualität bleiben in Kuba? Immer. Wir können aber auch zur Sexualität bei Salman Rushdie kommen. Also dazu kommen wir sicher. Aber es gibt eine Art von Mitteilung von Informationen, die darüber hinausgeht, was der kubanische Arbeiter in dem Zuckerrohr für die Stunde erhält. Es gibt eine Information, die mir sagt in diesem Buch, es gibt Menschen oder Frauen, die glauben, dass sie Freiheit schaffen und Spontaneität, indem sie die Sexualität suchen. Ja. Und das ist das Prinzip der Freiheit. So etwas gibt es auch bei Kundera, nämlich. Nicht wahr? Ja. Ein politisches Regime, das Spontaneität eigentlich unterdrückt. Sie sagt selber in dem Roman, wie komme ich in einem Leben zurecht, das überbordet ist mit verordnetem Leben. Ja. Sie will aus dem Leben ausbrechen, aus dem Verordneten. Dann noch einen Satz. Dann kommt auch das achte Kapitel, das Pornografische. Mir scheint eben, darin liegt die Naivität, dass sie nicht merkt, dass dieser Ausbruchsversuch in diese Sexualität eigentlich ihre Gefangenschaft besteht. Ja, das schreibt die Autorin. Das ist Information. Ja, auch das ja. Ist Information. Herr Demetz, immerhin tröstet es mich, dass Sie letztlich doch an der Sexualität mehr interessiert sind als rein Arbeiten. Ja. So, also jetzt Schluss. Frau Löffler, bitte. Aber erst die Sexualität Salman der Arbeiter, Rushdie, das wäre was. Salman Rushdies neuer Roman heißt Des Mauren letzter Seufzer und ist sein erster Roman seit den berüchtigten, notorischen, satanischen Versen. Dieser Roman kommt daher als eine große indische Familiensaga. Es erzählt den wunderbaren Aufstieg und den furchtbaren Absturz und das Ende einer reichen und mächtigen indischen Gewürzhändler-Dynastie. Erzählt wird diese Geschichte vom letzten Spross dieser Familie, der heißt Moraes Sogoibi, seltsamer Name, genannt Mor, sowie der Maure. Ich sagte, es ist eine indische Familie, aber in Wahrheit sind in dieser Familie vereinigt, amalgamiert die unterschiedlichsten ethnischen, rassischen, religiösen Einflüsse. Diese Familie ist zum Teil portugiesischer Herkunft, zum Teil jüdischer, ja sogar arabischer. Sie ist also sozusagen ein Amalgam aus Abendland und Morgenland. Und dieses, ich glaube, das ist das eigentliche Thema des Buches. Es ist ein Projekt in der Figur dieses letzten Sprösslings des Moor, das Projekt, ob es denn möglich ist, eine multikulturelle Gesellschaft in einer Figur zu erfinden, eine Überbrückung, eine Melange zwischen Abendland und Morgenland, zwischen dem Okzident und dem Orient, ob die verschiedenen Kulturen in einer Figur zusammenkommen können. Es wird auch gezeigt, wie dieses Projekt scheitert. Es geht also nicht. Der Maure, wird ausgetrieben aus Bombay, so wie sein Vorfahr, der letzte arabische Fürst von Granada, aus Granada ausgetrieben worden ist, 1492. Und da wird dann noch einmal gezeigt, zwischen Abendland und Morgenland, dass eigentlich dieses Projekt der Kulturmischung nur als Utopie zu haben ist, als Wunschtraum. Ein großer Roman.
Ich war ein dicker Roman, ob groß weiß ich noch nicht, aber ein Roman mit einer Fülle von schönen Episoden, ein pikaresker Roman, ein Roman, der Realität und Fantasie mischt. Der Held, der alles erzählt, beispielsweise lebt viel schneller als andere Menschen, er altert schneller, mit einem Schluss, von dem ich nicht weiß, ob er in einem Totenreich vielleicht doch spielt, ob er eine Projektion eines Totenreichs ist, und ein Buch trotzdem mit einer Fülle von Informationen über die Loslösung Indiens von England, über die Geschichte der Religionen und eigentlich auch ein Roman mit vielen, fast zahllosen literarischen Anspielungen. Die Ehe mit dem Juden, zwischen Juden und der Familie, wird beispielsweise mit einer Shylock-Analogie belastet. Sehr originell natürlich. Wenn man vom Juden spricht, Shylock, das ist ungeheuer originell. Ja, ja, aber erlaubt ist es doch. Na ja. Erlaubt, aber es ist auch erlaubt zu sagen, dass es billig ist. Ich will es nicht werten, ich schildere es zunächst mal. Da, ein Buch, das auch viel mit der Sprache spielt. Man muss die Übersetzerin auf das Höchste rühmen. Ich glaube, das war eine Höllenarbeit, dieses Buch zu übersetzen, weil Rushdie liebt Wortspiele, Verballhornungen, Wechsel in Sprachen. Ja, eine Frage, warum ist das, wie Sie eben gesagt haben, kein großer, nur ein dicker? Nein, ich habe gesagt, ich bin darüber im Zweifel, weil es mich die Zweifel müssen Sie mit sich selber abmachen, hier mit einem Ergebnis. Nein, ich komme lieber mit Zweifeln als mit Ergebnissen, weil ich sage nicht etwa 1 minus oder 4 plus. Ich bin kein Schulmeister, ich bin Kritiker. Oh. So, aber jetzt dazu, ich möchte zu dem Buch noch was sagen, nämlich ich denke, dass mir die Figuren zu wenig plastisch werden. Es schildert zwar sehr deutlich, wie es überstarke Frauen gibt. Diese wunderbaren Frauenfiguren, diese Aurora da Gama, ist Ihnen eine zu schwach gezeichnete Figur? Ja. Nicht plastisch? Sind unterschiedliche Ansichten. Nein, ich frage Sie. Nein, ich hatte manchmal, es gibt starke Frauen, aber diese starke Frauen zerfallen in unendlich viele Details, die mir zugemutet und geschildert werden. Es ist ein Roman, der meine Fantasie anregt, bei dem ich aber doch eigentlich manchmal ermüde, weil er mich mit seinen Details überschüttet. Und die Details, das sagte Herr Reich-Ranitzky schon mit dem Shylock, mir manchmal auch an den Haaren herbeigezogen und trivial erscheinen. Es gibt herrliche Schilderungen, zum Beispiel, wo ein kommunistischer Großunternehmer sich Lenin-Imitatoren einlädt. Und das sind wunderbare Geschichten. Ja. Herr Demetz. Ich muss auch mit Zweifeln kommen, aber mit guten Zweifeln. Na los. Ich muss sagen, Sie finden das große Thema der Kulturmischungen, der Utopie, das ist sicher drin und sehr wichtig. Unter anderem Bombay ist zentral. Das ist das Leitmotiv, das immer wieder kommt. Nur habe ich das Buch ganz anders gelesen. Ich habe es eigentlich als groteske Familiengeschichte gelesen. Dieser Vasco Miranda sagt, Ihr seid eine entsetzliche Mischpoche. Und das ist der Roman dieser Gigantomachie einer aufgehenden und niedergehenden Familie. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist uns leider als Kritiker nicht vergönnt gewesen oder wird auch nicht leicht vergönnt sein, man muss das Buch langsam lesen. Es ist sprachlich sehr spezifisch gearbeitet. Es ist kein Buch, dass man in einem Zug auslesen kann. Ich glaube, man würde unters Bett fallen, wenn man das überhaupt versucht. Man muss das wirklich in kleinen Dosen lesen, damit man auch der künstlerischen Erfindungskraft inne wird, die manchmal daneben geht in diesen Wortspielen, aber die ungeheuer wirksam ist. Ich habe mir ein Zitat herausgeschrieben. Er spricht von der Hitze wie ein nasses Tuch, das um den Kopf geknotet ist. Und das ist eins von tausenden Bildern in diesem Buch. Und ich glaube, das Buch verlangt nach einem ganz langsamen und genauen Lesen und der Auseinandersetzung eben mit all diesen Themen. Aber es ist unmöglich, dieses Buch rasch zu lesen. Naja, also ich habe das Buch im Original gelesen. Ja. Ich würde auch sagen und Herrn Karasek beistimmen, dass es ausgezeichnet übersetzt ist. Gleichwohl sehe ich, dass der eigentliche sprachliche Reiz
kaum übersetzbar ist. Und das ist der ungeheure Witz, den er hat. Er hat nämlich eigentlich eine Sprache erfunden. Besonders die Frauen dieser Familie erfinden ununterbrochen Neologismen. Die erfinden die eigentlich eine eigene Sprache. Das ist von einer hohen Komik. Und auch von einer hohen sprachlichen Erfindungskraft. Ich finde, das ist ja eigentlich ein barocker Autor, wie es kaum einen gibt. Er ist barock und ja. er hat eine Leidenschaft für Phantasmagorien, muss ich sagen, die ihresgleichen suchen. Ja, nur einen Augenblick muss ich zurückkehren zu dem hier hart gesagten Wort. Ich bin kein Schulmeister. Das ist nicht wahr. Sie sind Kritiker, genauso wie ich, und wir Kritiker haben alle eine Tendenz zum Pädagogischen. Ja. Mich beleidigt keiner, wenn mir jemand sagt, ich sei ein Schulmeister. Das ist mal das Erste. Zum Zweiten, ich kann das nicht begreifen, immer wieder dasselbe. Vorher war da ein Buch über Kuba, einer kubanischen Autorin. Da kriegt man Informationen über Kuba, die will ich nicht. Jetzt kriege ich Informationen über Indien. Dazu gibt es Sachbücher, dazu gibt es Artikel und nicht Romane. In dem Roman ist eine merkwürdige Sache, auf die einer hingewiesen hat, und zwar sehr richtig. Wer? Salman Rushdie persönlich. Auch er gehört, ähnlich wie Walser, zu jenen, die ein Interview nach dem anderen über das eigene Buch geben. Und ich habe von ihm ein Interview gelesen, ich glaube in der Zeit, vor 10 Tagen oder 12 Tagen. Und da sagt er, tja, mein Buch hat einen Fehler. Und zwar sagt er, sind zu viele Geschichten drin. Eine kleine Geschichte nach der anderen. Es ist überfüllt. Die Geschichten sind sich einander im Wege. Es ist zu viel davon da. Der Mann hat recht, aber die Einsicht in die Schwäche des Romans, dass eben zu viel ist, Sie sagen barock, ja, hilft uns nicht. Es ist viel zu viel drin in diesem Buch. Er konnte sich nicht entscheiden, konnte nicht manches weglassen. Dann noch eine interessante Sache. Ja, er sagt Rushdie auch nicht uninteressant. Das hieße doch den Rushdie verkennen. Doch, wenn man sein Lebenswerk kennt, weiß man, dass er exuberant ist. Das quillt über von Erfindung, von Fantasie. Das lesen Sie seine Mitternachtskinder. Wenn man das Lebenswerk des Autors X kennt, dann weiß man, dass er kitschig ist. Nein. Der Kitsch kommt, er ist exuberant. Ich sage, dass er ein exuberanter Schreiber ist, ein großer Fabulierer. Ja. Den zügeln zu wollen, hieße doch ihn um sein eigenes Nein, wir wollen ihn nicht zügeln, sondern ich zitiere, dass er selber gesagt hat, ich, Salman Rushdie, war nicht imstande, mich zu zügeln. So, jetzt das ich mal, darf was, man doch zitieren. Ja, jetzt sage ich mal was Autoritäres. Der Autor hat nie das letzte Wort über sein eigenes Buch. Aber ich darf ihn doch wohl zitieren, wenn er Ansichten äußert, die mir behagen. Aber er kann über sein eigenes Buch Unrecht haben und meistens hat er es auch. Frau Löffler, was ich vorher mit diesen Charakteren sage, ich möchte das mit einem Beispiel erläutern. Wenn man am Schluss dann... Man lernt in der Stadt noch jeden Polizisten kennen und die beiden Schwestern und dann noch eine Person. Ist das gut oder schlecht? Nein, ich finde es etwas, ich glaube, Herr Demetz hat völlig recht. Wir haben das Buch unter Bedingungen gelesen, die dem Buch nicht gerecht werden können. Bei dem Buch muss man verweilen können. Man muss sagen, halt, jetzt habe ich für heute schon 70 Figuren zu mir genommen und jetzt warte ich auf die nächsten 20 Figuren noch einen Monat. Vielleicht. Darf ich noch mal zum Text zurückkommen? Ja. Sie zitieren. Ich möchte aber jetzt den Text selbst zitieren. Der liefert ja die Poetik des Buches mit. Ja. Und unter anderem das zentrale Symbol von Bombay. Er sagt, Bombay ist ein Meer von Geschichten. Alle erzählen gleichzeitig. Ich glaube, das ist ein Zitat. Ist das schön, wenn alle gleichzeitig erzählen? Wir sprechen von Bombay. Da sprechen alle gleichzeitig. Das ist nicht wie das alte Athen und wie das neue Berlin. Es ist Bombay, da sprechen alle gleichzeitig. Ja, also ich mag eine Welt, wo alle gleichzeitig sprechen, behagt mir nicht. Naja, man muss sie aber akzeptieren. Jetzt aber noch zum Sprachlichen. Zwei Punkte muss ich anbringen heute noch. Erstens, deine Sprachgenie liegt darin, dass er eigentlich das indische Englisch aktiviert, das ja von dem englischen Englisch sich unterscheidet, weil es eine ältere Stufe ist, eine zivilisiertere Stufe, so Shakespeare-haft. Es ist so wie die gewisse Fischerdörfer in Maryland, wo die Fischer so sprechen wie die elisabethinischen Engländer. Das hat es damit zu tun. Und das Genie scheint mir darin zu liegen, in den Abwandlungen, in dem Spiel damit, in den Kontrasten, besonders die Frauen, die eigentlich
Sie sprechen entweder eine Privatsprache. Privatsprache oder es gibt Charaktere, die die Sprache der indischen oder amerikanischen Schundfilme sprechen. Ja. Das hat mir imponiert, muss ich sagen, dieses Sprachspiel. Ja. Der Taxifahrer am Ende, der spricht wie ein amerikanischer Westernfilm. Sagt mal, findet ihr nicht bemerkenswert? Es gibt ja eine Eigentümlichkeit dieses Buches. Und verzeiht bitte, auf die hat wieder Salman Rushdie selber hingewiesen. Er sagt, die westlichen Leser finden mein Buch doll, exotisch, fantastisch, farbenprächtig, fabelhaft. Die Leser aus Indien, sagt er, die finden mein Buch naturalistisch. Die haben nichts Besonderes, so wie das Leben ausschaut. Naja, sagen Sie mal, Sie haben vorher von den Gründen des Erfolgs dieses Buches, eines anderen Buches gesprochen. Ist es nicht die sehr ausgebreitete Exotik, die diesem Buch zu einem gewissen Erfolg verhielt? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass das Lebensprojekt eigentlich oder des Künstlers Rushdie in allen seinen Büchern, muss man ja sagen, ist diese Melange zwischen Abendland und Morgenland. Das ist sein Projekt. Das ist sein einziges und wichtiges Thema. Er selbst beglaubigt es doch durch sein Leben als Inder, der in Europa lebt. Wenn Sie mir jetzt nur einen Satz zur Generalisierung erlauben, ich denke, dass die interessanteste Literatur aus diesen Kulturmischungen erscheint. Heutzutage. Also ein V.S. Naipaul ist deshalb so interessant, weil er sozusagen die ganze dritte Welt, die Karibik, mit einschleppt in die englischsprachige Literatur. Und aus der anderen Seite, nämlich aus Indien, kommt Rushdie und schleppt seine ganze Kultur mit ein. Und aus diesen Mischungen und aus dieser auch aus den sprachlichen Reibungen und Befruchtungen entsteht dann die große Literatur. Aber Frau Löffler, und ich glaube, dass diese generelle Feststellung von Ihnen ist ganz sicher richtig. Ich bin vollkommen mit Ihnen einverstanden. Und deshalb frage nur, ob ausgerechnet Salman Rushdie der beste Beweis für die Qualität dieser Mischung ist. Davon bin ich nicht überzeugt. Aber ihr seid glücklichere Männer. Wir haben ja Zweifel angemeldet. Nur diese Polyphonie, die Sie zitiert haben, die gibt es nicht nur von Bombay, die gibt es ebenso von Manhattan, die gibt es von Berlin. Wenn Sie an große Berlin-Romane denken, an große Manhattan-Romane. Polyphonie ist keine Erfindung von Salman Rushdie. Soll es aber auch nicht sein, muss es auch nicht sein. Frau Löffler meinte was ganz anderes. Mischung verschiedener Kulturen. Das haben Sie doch in der Polyphonie im Manhattan-Transfer von Dos Passos nicht. Und nein, in Döblings Alexanderplatz auch nicht. Das ist was ganz anderes, was Sie gesagt haben. Ich halte es nicht für einen Vorwurf, zu sagen, dass wir im Abendland diese Literatur als exotisch lesen. Das ist wahr, aber es ist kein Vorwurf gegen den Roman. Und wie gesagt, als Inder kann ich es nicht lesen. Ich lese es als Abendländer. Ich lese es natürlich auch als exotisches Buch, aber ich sehe darin eine Bereicherung. Was zum Teufel soll denn Literatur als mir Welten zeigen, die ich nicht kenne? Oh lala, da wüsste ich noch einiges zu sagen, was Literatur kann. Die Literatur kann etwas. Sie sagen, Welten zeigen, die Sie nicht kennen. Mhm. Die Literatur kann Ihnen einen Einblick in Ihre eigene Person geben und nicht Welten da. Nein, das ist nicht dasselbe. Das ist schon sehr wichtig. Also Literatur. Trivialitäten muss man nicht hier noch aussprechen. Das ist keine Trivialität. Also wenn ich die Welt kennenlerne, lerne ich mich doch selber in meiner Reaktion auf die Welt auch besser kennen. Das ist doch Welten zu sein. Mit dem Buch wird man nicht gut bedient, wenn man von diesem Buch verlangt, sich selber kennenzulernen. Dazu steckt man in diesem Buch zu wenig. Nicht ganz richtig. Mein Erlebnis war folgendes. Ich habe es in Amerika gelesen, habe mich täglich in 50, 80 Seiten vertieft und ich wollte eigentlich nicht mehr in den Alltag zurück. Ich sagte mir, das ist so interessant, ich will da nicht mehr raus aus dem Buch. Und das, was ich dann als Alltag erlebt habe, war verwandelt in einer Weise, die ich nicht ganz beschreiben kann, aber es war verwandelt, weil ich wusste, ich kann immer in diese Welt zurückkehren. Aber ist das nicht eine wunderbare Wirkung von Literatur? Das finde ich auch, ja. Also ihr seid glückliche Menschen, glücklicher als ich. Ich war bei dem Buch so glücklich eben nicht. Ein anderes Buch, Leon de Winter, der holländische Schriftsteller, ein kleines Buch mit dem Titel Serenade. Es ist die Geschichte einer Mutter vom Sohn erzählt. Der Sohn erlebt am Anfang, dass die Mutter Schmerzen hat. Die Diagnose lautet auf Gallensteine. Während der Operation stellt sich heraus, dass es sich um Gallenblasenkrebs handelt. Der Arzt eröffnet das dem Sohn und es beginnt die Frage, die eine
Frage in der gegenwärtigen Diagnostik sowieso ist, soll man es der Mutter mitteilen, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat. Dass dieses Thema, der Sohn sagt es der Mutter nicht, die Mutter erlebt einen neuen zweiten Liebesfrühling, der Vater ist gestorben, sie lernt einen anderen Mann kennen, mit dem sie, und dieser Mann ruft den Sohn eines Tages an, sagt, die Mutter ist verschwunden. Und sie ist, um es kurz zu machen, in das ehemalige Jugoslawien gereist, weil sie im Fernsehen etwas gesehen hat, was sie an ein eigenes Erlebnis erinnert. Die Mutter ist nämlich Jüdin und hat nur überlebt, weil der Vater sich so für sie geopfert hat. Der Zwillingsbruder sich für sie geopfert hat, indem er die ganze Aufmerksamkeit der Schergen auf sich gelenkt hat und sie dadurch entkommen kann. Sie hat ein Trauma davon, sie kann bis heute nicht mit Zügen fahren, aber sie hat im Fernsehen gesehen, wie in Jugoslawien dasselbe passiert ist. Und sie fährt dahin, um das Buch endet damit, dass sie hilflos über den Löffel balbiert und übervorteilt wird. De Winter zeigt mit dem Schluss dieses Buchs, dass dieser Versuch, persönlich einzugreifen und zu dem Unrecht, das wir durch die Medien dauernd vorgesetzt bekommen, nicht gleichgültig zu schweigen, dass dieser Versuch, das zu überwinden, kläglich scheitert. Die Mutter stirbt am Schluss und der Sohn belügt sie sozusagen mit der frommen Lüge, dass er nicht gleichgültig sein wird. Man muss vielleicht hinzufügen, dass dieser Roman eine Auftragsarbeit ist. Leon de Winter wurde beauftragt, diesen Roman zu schreiben für das Jahr 1995, 50 Jahre nach Kriegsende. Das merkt man, finde ich, ein bisschen dem Buch an. Es hat eine gewisse Vorsätzlichkeit, in der es 1945 das Thema Holocaust, Judentum mit der heutigen Zeit verbindet und dann auch noch den Ausblick zu dem Bosnischen Krieg. Das würde ich sagen, ist ein bisschen gewollt. Für mich hat das ein bisschen gestört. Ich habe das weggeschoben. Dieses Konstrukt war mir nicht mehr wichtig in dem Moment, wo ich mich eingelassen habe auf diese sterbende Mutter und die Sohngeschichte. Jeder von uns hat das schon erlebt und wer es noch nicht erlebt hat, wird es erleben. Wie geht man in einem solchen Fall mit der Mutter um? Und da scheint mir so besonders interessant, es gibt diesen einen Satz, der sagt, ich, Sohn, bin ein Fachmann in Mutterkunde. Und das wirklich Ergreifende daran ist, dass zwischen Komik, Rührung, Sentimentalität, Kitsch, Distanzierung schwankt, die ganze Gefühlsbreite, die da möglich ist, der Sohn, Fachmann in Mutterkunde, geht mit seiner Mutter um, mit ihrer Kleinlichkeit, mit ihrer Größe, mit ihren Verschrobenheiten in Liebe, die aber andererseits auch dauernd aufs Äußerste gefordert wird. Und das, glaube ich, ist die Qualität. Man kann diesen Roman wirklich sehr lieb haben. Ich muss sagen, ich lese Novellen oder Romane, die damit beginnen, dass jemand blind wird oder ein Karzinom hat, prinzipiell nicht, weil zu viel vorgeschrieben ist. Ich werde in eine Bahn gezwängt, aus der kein Ausweg führt. Und sehr viel ist eben in dem Roman, ich habe keine Ahnung davon, dass es eine bestellte Arbeit ist, sehr viel ist eben in diesem Roman vorgegeben und wird dieser Lösung zugeführt. Ich glaube, Frau Dr. Löffler, Sie haben die beste Verteidigung gegeben, die möglich ist. Sie haben mich allerdings nicht ganz überzeugt, weil ich zu sehr das Gefühl habe, hier wird zu sehr für mich auf Effekt gearbeitet. Die Shoah muss im Spiel sein, es muss Sarajevo im Spiel sein, es muss verbunden werden. Meine Tränendrüsen müssen politisch korrekt angegriffen werden und ich will damit nichts zu tun haben. Dabei sehe ich gerne ein, dass es Szenen gibt, die überzeugend sind. Zum Beispiel die alte Frau bei der Tankstelle in Split. Das ist eine sehr gute Szene. Nicht? Ja. Aber das Ganze lässt mich durch seine fast Schablonenhaftigkeit kalt, vor allem, weil ich eine persönliche Abneigung habe, diese Kurzschlüsse, diese historischen, zu mobilisieren für ein ganz privates Problem. Es geht ja darum, nicht nur um die Mutterkunde, sondern es geht auch um den Erzähler, der ein Komponist ist, der von den Jingles jetzt plötzlich das große Werk schreiben wird gegen die Welt. Ich glaube, dass die Details, die sich hier gegen das Buch einzuwenden haben, diese Elemente, sind alle berechtigt.
Sie haben vollkommen recht. Frau Löffler hatte recht. Und jetzt werde ich darüber sprechen. Ich glaube, ich werde auch recht haben. Warum? Dies ist ein Buch, das, wenn man es attackieren will, sich sehr leicht attackieren lässt. Es wurde schon angedeutet, es hat schon seine Schwächen, es hat Formulierungen, die nicht geglückt sind. Dass es mit Shoah beginnt und mit dem Karzinom, das ist nicht schön, es gefällt Ihnen nicht, mir auch nicht. Aber so ist das Leben nur leider, da kommen Karzinome vor. Da kann man nicht sagen, das ist nicht zulässig. Man hat der darf das erst auf Seite 95 und nicht auf Seite 2 bringen. Das ist keine Argumentation, die mich überzeugt. Was ist an dem Buch interessant, glaube ich, dass es bei einem sehr, sehr ernsten Thema, und einem Thema weiß Gott, das uns alle angeht, doch mit einer großen Leichtigkeit geschrieben ist. Es gibt da verunglückte Sätze. Ich weiß nicht genau, ob der Autor schuld ist oder vielleicht der Übersetzer, weiß ich nicht. Aber es ist mit großer Leichtigkeit, mit Witz und Intelligenz geschrieben. Das haben wir so häufig nicht. Wie er damit zurande kommt, das ist schon fabelhaft, dass er nachlässt gegen Ende. Der Schluss ist schwach von dem Roman, ist auch wahr. Wir haben uns nicht alle, aber doch geeinigt, den Roman zu behandeln. Wohl auch deshalb, weil diese Art Literatur in deutscher Sprache selten ist. Ja, darf ich dazu ergänzend was sagen? Herr Demitz, Ihr Misstrauen gegen Romane, die sozusagen unlautere Appelle an den Leser stellen, indem sie einen Ausweg blind oder... Das ist ja nicht das Thema von ihm. Diese tödliche Krankheit der Mutter ist sofort vergessen und es beginnt eine Burleske. Es geht eigentlich nur um ein, und das finde ich ein wichtiges Thema, es geht wirklich nur darum, wie gehen wir mit einer genauen Diagnostik um. Es gibt ja inzwischen diagnostische Fähigkeiten, die man dem Patienten mitteilen könnte und man könnte sagen, sie haben nur noch 10 Jahre zu leben. Das sind große Probleme und nur darum geht es in diesem Zusammenhang. Und das Zweite, wollte ich sagen, ist ein sehr deutscher Vorwurf zu sagen, das ist eine Auftragsarbeit. So what? Das habe ich ja nicht gesagt. Man soll es wissen. Der Autor hat geschrieben, weil er gerade Geld brauchte oder weil ihm die Lust überkam oder weil er einen Auftrag hat. Der zerbrochene Krug ist auch eine Auftragsarbeit. Herr Demitz hat ja auch nachgewiesen, woran man das merkt. Das Dritte, worauf ich hinweisen möchte, ist, und das hat Marcel Reich-Ranitzky schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, dass der De Winter deshalb ein so interessanter Fall ist, weil in allen drei Romanen, die bisher auf Deutsch vorliegen, er zeigt, dass er eine schmale Gratwanderung zwischen E und U versucht, die es in Deutschland in dieser Form nicht gibt. Das erste Buch ist gleichzeitig als Filmdrehbuch geschrieben, Hoffmanns Hunger, und auch verfilmt worden. Das zweite Buch, ich komme im Moment nicht auf... Supertext. Ist über einen Autounfall, den ein jüdischer... Nein, es geht um einen jüdischen Sohn jüdischen Vater. Und es geht aber auch um Autounfälle und Verletzung eines Orthodoxen. Wie steht man zum Judentum? Und der dritte Roman handelt eben, wie gesagt, von der Mutter. Und alles mit den Mitteln einer Unterhaltungsschnitttechnik und einer Unterhaltungscharakteristik der Personen... sind gleichzeitig, man könnte vergröbert sagen, es sind Krimis in gewisser Weise. Wie finde ich die Mutter wieder? Was passiert ihr in Jugoslawien? Und das kostet natürlich seinen Preis. Sie haben es vorsätzlich genannt, man merkt die Absicht dieses Buchs. De Winter selber, jetzt möchte ich auch mal einen Autor zitieren, weil ich mit ihm in Hamburg darüber gesprochen habe, für den sind die drei Bücher deshalb so wichtig, weil er mit diesen drei Büchern Mut gefasst hat, sich zu seinem Judentum zu bekennen. Mhm. Er hat darüber vorher geschwiegen und er nimmt dieses Vehikel, um mit sich selber ins Reine zu kommen. Und das gibt dem Buch bei aller unterhaltsamen Leichtigkeit, wenn man sie liest, manchmal so rührende und bewegende Stellen. Mhm. Also ich habe das Buch ganz gern gelesen. Ja. Mich interessiert doch noch eine Sache, Herr Demitz, nehmen Sie mir nicht übel, ich muss darauf zurückkommen. Wir haben gesagt,
Prinzipiell lese ich keine Bücher, die mit dem Karzinom beginnen und so. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Aber ich glaube, man darf solche Sätze mit dem Wort prinzipiell überhaupt nicht sagen. Ich kann sagen, prinzipiell mag ich nicht Stücke, wo am Anfang ein Geist kommt und sagt, ich bin dein Vater, ich bin ermordet worden. Kompletter Schwachsinn. Ja, das ist ein anderer Fall. Ja, ist ein anderer Autor, ich weiß, ein besserer Autor. Aber ich meine, man kann doch nicht sagen, prinzipiell nicht. Warum darf nicht ein Romancier oder Novellist im ersten Satz, was er hier nicht tut, zu sagen, ich leide an Krebs oder mein Vater, meine Mutter und dergleichen. Er darf es, wenn dann eine andere Novelle oder ein anderer Roman nachkommt. Also das, was Sie prinzipiell gesagt haben. Es ist so die Verknüpfung dieser Prognose mit so großen Ereignissen wie Shoah und wie Sarajevo, die mir in der Unterhaltungsliteratur kein allzu hohes Niveau in diesem Fall, die anderen Romane sind sicherlich viel besser. Ja, das ist richtig. Aber diese Prosa kann mich nicht überzeugen, weil die Verknüpfung zu deutlich ist. Ja, gut, aber wir lassen das mal so offen. Aber wir können nicht die heutige Sendung des Quartetts abschließen, ohne über ein tschechisches Buch wenigstens zu reden. Wir haben uns für den wohl populärsten Roman in tschechischer Sprache entschieden, für die Abenteuer des braven Soldaten Schwedt. Herr Demetz, bitte. Ja, ich finde es ganz gut, dass das Buch wieder erscheint bei Rowohlt. Der kann ja viel für so ein Buch machen. Ich bin eigentlich aber auch ein ambivalenter Leser von Schweig, von Haschek, und vor allem auch ein ambivalenter Leser deutscher Reaktionen auf Haschek und auf Schweig und andere Bücher. Man muss doch da eigentlich ein bisschen differenzieren. Zum Beispiel die Art, in denen der Verlag dieses Buch empfiehlt, scheint mir eigentlich auf lauter Unwahrheiten zu beruhen. Zum Beispiel zu sagen, er hätte den Krieg als Putzfleck, als Offiziersdiener mitgemacht und so weiter. Das ist gar nicht wahr. Er war einjährig Freiwilliger. Er kam direkt von der Offiziersschule. Er hat die Tapferkeitsmedaille bekommen. Haschek, der Autor des Schweig. Ich glaube, die Identifikation, der Identifikationskult, der hauptsächlich auch beim deutschen Leser betrieben wird. Die Identifikation zwischen Haschek und seiner Figur ist völlig unzulässig und völlig irreführend. Sie macht es unmöglich, auch die literarische Qualität des Buches zu sehen, die darin besteht, dass ja auch andere Standpunkte zur Sprache kommen, zum Beispiel eben der einjährig freiwillige Marek Haschek, nicht, der einen ganz anderen literarischen Stil schreibt und der oft so klingt, als der Prager Literat, der sich mit der Literatur auseinandersetzt. Und das Buch ist ja zum Teil auch literarische Polemik gegen allzu höfliche tschechische Literatur. Man kann das dem deutschen Publikum nicht so klar machen, wenn Haschek ein Blatt aus dem Roman der Ružena Jesenská auf der Latrine findet und da sind nur eben gewisse Zeilen erhalten. Es ist eine wunderbare Parodie. Seine Parodie auf zensurierte Briefe, seine Parodie auf geistliche Wallfahrtslieder. Ja. Dem Roman ist nicht gedient mit dieser Vereinfachung Haschek-Schweig. Also mir gefällt an dem Roman natürlich, was allen gefällt, die Erfindung eines neuen Humors. Also dafür muss man Beispiele geben, wenn also beispielsweise lauter Leute verhaftet werden, die gegen das Kaiserhaus was gesagt haben und ein Mann ist drunter und sagt, ich bin ein anständiger Mann, ich bin nur ein versuchter Raubmörder. Gegen die anderen, die Österreich bilden. Oder diese andere, wenn der Gefangene Schweig abgeführt, auf einmal schreit, hoch lebe der Kaiser und er wird und wir werden diesen Krieg gewinnen, dass er dann bestraft wird, weil natürlich die Tatsache, dass er mit Handschellen das gerade sagt, den Inhalt desavouiert. Ja. Mir gefallen auch solche Stellen, wenn beispielsweise Schweig von seinem Oberleutnant den Auftrag bekommt, auf die Geliebte des Oberleutnants aufzupassen und der Oberleutnant kommt zurück und sagt, waren Sie ihr zu Diensten? Schweig antwortet beiläufig sechsmal und dass ein zu Diensten sein auf einmal einen drastischen Sinn bekommt. Also diese plebejische Haltung, die alles Große durch einen anarchischen Humor aufweist, ist sehr gut. Nur, der Schweig ist im Bewusstsein durch schreckliche Verfilmungen und durch schreckliche Banalisierungen, ich möchte keine Namen nennen,
so weggerückt, dass es gut tut, im Original wieder oder in der deutschen Übersetzung, die übrigens hervorragend ist, soweit ich das beurteilen kann, weil sie diesen böhmischen Ton hat, den Brecht nachher übernommen. Aber diese Verstellungen könnten durch die Neuauflage wieder aus dem Weg geräumt werden. Aber ist die Schwierigkeit bei der Figur nicht die, dass sie durch 50 oder 60 oder 70 Jahre Rezeption abgestempelt worden ist in einer sehr platten Art, dass das der Typus sei des tschechischen Nationalcharakters? Während ich diesen Text gelesen habe, habe ich mich eigentlich wirklich gefragt, ob da überhaupt irgendetwas Wahres dran ist. Sie haben ja in Ihrem sehr schönen Aufsatz, den Sie dazu geschrieben haben, auch darauf hingewiesen. Und in der Tat habe ich mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, ist dieser Schweg nun eigentlich der Idiot oder ist er ein Schlaukopf, der sich als Idiot stellt? Ja, das ist das zentrale Problem, das wird nie geklärt. Das ist mir schon klar. Ja. Aber ich frage manchmal mich, ob man... sind Idioten die Schlausten. Ich denke, dass der Text selber einige Hinweise darauf hingibt, wie er eigentlich zu lesen ist. Es ist nicht wahr, dass der Schweg nur von außen gezeigt wird, sodass wir schwanken können, was mit ihm los ist. Manchmal geht der Autor auch in ihn hinein und sagt, was er denkt. Und wenn er denkt, dann denkt er, die Offiziere sind alle Idioten. Also das deutet eher darauf hin, dass er genau weiß, was er tut und dass er eigentlich der Gescheite ist, der die anderen für dumm hält. Im Übrigen glaube ich, dass man den Text vielleicht auch lesen sollte als Gegentext zu Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit. Ich glaube, dass das, worüber Karasek gesprochen hat, die Methode, die er anwendet, sehr schön von einem Kritiker des Buches formuliert wurde. Es haben ja viele bekannte Leute in den 20er Jahren deutscher Sprache über den Schweg geschrieben. Kurt Tucholsky, Willi Haas, Max Brod, Alfred Polgar. Und Polgar sagt, Schweg ist der Geist, der stets bejaht. Im Grunde genommen ist sein Prinzip, du bist ein Blöderian. Und er sagt, jawohl, ich bin ein Blöderian. Ja, das ist aber seine subversive Funktion. Naja, aber gut, das ist der Geist, der stets bejaht. Er bejaht und macht damit den Vorwurf zugleich lächerlich. Wobei ich sagen muss, Brecht hat ja die Figur aufgegriffen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein großes Unglück, denn diese Methode des Bejahens funktioniert nicht mehr gegen eine Menschenvernichtungsmaschine, die gar nicht mehr daran interessiert ist, irgendeinen Dialog zu führen. Es ist das schlechteste Stück von Brecht. Es ist ein sehr schlechtes Stück. Mit wunderbaren Gedichten. Genau, eben weil das Stück ein völlig törichtes Stück, das den Schweg aus dem Ersten Weltkrieg in den Zweiten verpflanzt, hätte er sich je so benommen im Zweiten Weltkrieg, wie Brecht es schildert, er wäre sofort in einer Sekunde hingerichtet worden. Schon. Da sieht man, dass Brecht in der Emigration in Amerika, nicht am Anfang, der keine Ahnung hatte vom Dritten Reich, aber Gott sei Dank hat er das Stück Schweg geschrieben. So schlecht es ist, ich weiß, wovon ich rede, ich habe es übersetzt aus dem Deutschen ins Polnische mal. So schlecht es ist, enthält es 3, 4 herrliche Lieder. Diese Lieder sind wir dankbar und vergessen das Stück und das Moldau-Lied und was bekam des Soldaten Weib und dergleichen. Aber ich habe hier eine ganz wichtige Frage an Sie, Herr Demitz. Wie kann ich sie beantworten? Ja, Sie werden sich Mühe geben, da wird es schon. Also, sagen Sie mal, wir nehmen das Buch als eins, so wie Haschek es geschrieben hat im Ersten Weltkrieg. Wir lassen uns durch den Blödsinn von Brecht mit der Transposition ins Dritte Reich nicht beirren. Glauben Sie nicht, schüchtern frage ich, ich will keinen beleidigen, nein, dass dieses wunderbare humoristische Buch irgendwie doch die Grausamkeit des Krieges ein bisschen bagatellisiert und beschönt. Es ist ein in dieser Hinsicht etwas gefährliches Buch. Ich hatte den Eindruck, dass, wenn man es heute liest, es ist ein bisschen schon schwer erträglich, dass der Krieg zu so einer humoristischen Sache, da ist so ein Schlaumeier. Ja, es hat schon was gemacht. Von Feldherrn Hügel, das muss man leider sagen. Was meinen Sie? Meine erste Antwort ist instinktiv. Der Krieg kommt ja kaum vor. Was da vorkommt, ist immer Etappe und Stab. Und Rechnungsfeldwebel oder die Küche. Und das Klo. Aber es wird ja nur auf ganz wenigen Seiten die Front gezeigt. Es gibt Seiten. Es gibt diese Seite, wo der abgetrennte Fuß eines Infanteristen in die Luft ragt, der Dreck auf den galizischen
Schlachtfeldern, das kommt vor. Aber im Grunde ist das ein Etappenbuch. Das ist sicher. Darf ich meinen Satz, meine Frage etwas korrigieren? Ja. Glauben Sie nicht, dass dieses Buch trotz bester Absicht eine Beschönigung des Militarismus, nicht des Krieges, aber eine Verharmlosung ganz verharmlosung. Also ja, wenn man dagegen den, ja, wenn man Karl Kraus dagegen nimmt, die letzten Tage der Menschheit, das ist das unvergleichlich gewaltigere Buch. Ja. Auch als Satire, als Militärsatire viel größer. Ja, aber man kann nicht argumentieren, dass Schweig leider nicht Karl Kraus ist. Ja. Das ist das sicher. Und weil es, es muss eine Perspektive geben, die von der Etappe her wird. Mhm. Und das tut das Buch. Mhm. Sie zeigt, wie man sich durchschlagen kann, wie man Ja sagen kann und dabei eigentlich seine eigene Haut rettet. Ja, deswegen tut der Verlag dem Buch, glaube ich, nichts Gutes, wenn er es anpreist als das große pazifistische Werk und Antikriegswerk. Ja. Das ist ein Nonsens. Ja, aber wie immer, wir sehen wieder einmal betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Thank you.